Ich begleite dieses Jahr zum 27. Mal die Männer-Tour de France. War 20 Mal beim Giro, 15 Mal Tour de Suisse und solche Rundfahrten. Und jetzt auch die Arctic Race of Norway habe ich schon ein paar begleitet. Bin inzwischen überall auf der Welt unterwegs. Ja, das war in den 60er Jahren, wo ich mir selbst ein Rennrad gekauft habe. Aber ich bin nur die Jugendklassen durchgefahren, habe im Erwachsenenalter aufgehört mit Radsport, weil doch ein bisschen Talent gefehlt hat. Die Liebe zum Radsport ist geblieben und habe gleich ein Jahr später angefangen, kuriose Fahrräder zusammenzuschweißen. Und das habe ich über knapp 50 Jahre getan und sind inzwischen ein paar hundert Modelle geworden und auch über 20 Weltrekorde. Ich habe da unheimlich auf der Strecke gearbeitet die letzten Jahrzehnte. Und so ist mein ganzes Leben, ja. Nur Radsport, auch Bahnradsport, Querfeldeinradsport, alles was es gibt, habe ich alles begleitet mitgemacht. War damit auf Sizilien gewesen. Also mit meinen Rädern war ich sehr, sehr viel unterwegs, auch mit den größten Fahrrädern der Welt, die ich viele, viele Jahre bei den Rundfahrten immer bei mir hatte, wenn ich am Straßenrand gestanden habe. Auch den Fans, Ja, in Frankreich kann ich nicht mehr in den Supermarkt gehen einkaufen. Da sind erstmal, muss ich hinter der Fleischtheke mit den ganzen Damen zusammen ein Mannschaftsfoto machen. Ja, ich habe ja schon als Kind habe ich ja schon Tour de France heimlich im Fernsehen gucken können. Mit 50 Kilometer von Berlin weg konnten wir über Antenne auch Westfernsehen gucken. Und da habe ich natürlich Tour de France geguckt und da hat der Reporter mal gesagt, jetzt sind die Fahrer am roten Teufelslappen. Und da habe ich immer gesagt, wenn ich Rentner bin, fahre ich zu Tour de France und bin der Teufel dazu. Das kam durch Mauerfall glücklicherweise nur viele, viele Jahre früher. Die Leute wollten immer alle meine Räder bewundern kommen und da habe ich gesagt, ich muss ein Museum bauen. Bin nach Hina Storgel gegangen, habe 15 Jahre ein Museum betrieben, aber die Touristen werden auch immer weniger, aber es ist alles immer schwieriger und habe dann die Sache auch aufgegeben und habe meine ganzen Räder jetzt endlich in Europa verteilt.